Hallo, liebe Freunde, hier ist euer Marc Bellinghaus. Habt ihr es gewusst? Und zwar heute wollte ich von euch wissen, was ist ein Autogramm? In Englisch nennt man das Autograph und das klingt sehr ähnlich dem Deutschen. Es geht also um eine Unterschrift eines bekannten, berühmten, wichtigen Menschen, Politiker, Fürst, Kaiser, Schauspieler, wie auch immer. Und da hätte ich was, um euch zu zeigen, was ich meine. Das ist, wenn ihr die Leute, die unter euch sind, die Geschichte mögen, das ist der 99-Tage-Kaiser Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen. Der hat hier unterschrieben, und zwar als persönliche Widmung für jemanden aus unserer Familie. Das war der Otto Ritter von Schmidt. Ich heiße ja auch Hans-Siegfried Otto Schmidt. Und das war eigentlich mein Urgroßonkel. Deswegen heiße ich auch Otto. Hans-Siegfried Otto. Das ist der, wenn ihr seht, da, ich zoome mal ran, da steht Otto von Schmidt. Der hatte einen persönlichen Adel. Und das wurde für ihn gegeben. Also es war eine riesengroße Sache damals. Es ist ein wunderschöner Holzrahmen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch diese Movie Star, die amerikanische Ikone, die Leute von euch, die sie noch kennen, Marilyn Monroe, eine ganz tragisch gestorbener Movie Star. Hinten so ein Stempel drauf. Also das ist echt. Es gibt nämlich auch sehr, sehr viele Fälschungen unter diesen ganzen Autogrammen, aber wie ihr seht, das ist hundertprozentig echt. Der Kaiser ist 99 Tage war er im Amt und dann ist er gestorben. Und deswegen war er nur 99 Tage Kaiser. Ich zeige euch aber mal noch was anderes. Und zwar gibt es auch Autogramme von mir. Ja, euer Influencer war auch mal nicht ganz unbekannt. Hier zum Beispiel gibt es eine Autogrammkarte von mir, da war ich ein paar Tage jünger. Dann gibt es hier eine von Buchfreund, wenn ihr mal auf eBay unter Marc Bellinghaus gucken wollt. Oh, die ist ja gestiegen im Wert. 12 Euro, wow. Die war sonst immer für, ich klicke mal drauf, dann kann man das größer gucken. Das ist eine Original-Autogrammkarte von mir von dem Jahr 1989. 20.03.1989. Ist ja lustig. Ja, das habe ich damals in München gemacht, in der Kunstakademie. Das war hinten, wie ihr seht, das war so ein Bild, was da von Leuten gemalt wurde. Und da habe ich mich einfach vorgestellt und habe ein bisschen ernster geguckt, weil ich immer dieses Gelächter irgendwie nicht so genau drauf stand. Aber jetzt wisst ihr, was eine Autogrammkarte ist. Da kann man die Bilder, siehst du, da sind noch sehr, sehr viele. Und wie gesagt, manchmal gibt es Leute, die sind dann im Preis, steigen die oder die fallen. Und das hier ist zum Beispiel 1994. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Das ist 94, 4, 4, sind es 30 Jahre bald, oder? Ja, 94, 4, 4, 14, 24, 7.7.94, das ist not. Ihr könnt also sehen, ich habe da eine ganz gute Karriere gehabt, denn wenn die Leute einen nach Autogramme fragen, dann die Paris Hilton hier, die ist ja auch ganz begehrt. Die Autogramme, die sind auch nicht billig von ihr, gell? Also ich wollte euch das nur mal zeigen. Das ist ein Autogramm von Kaiser Wilhelm. Ich habe hier einen Kaiser vor mir liegen. Wow, ist ja irre. Von, 99 Tage. Und hier dieser wunderschönen Marilyn Monroe. Diese Autogramme gehen so um die 2.000 bis 3.000 Dollar. Dieses dürfte mehr sein, weil sie hat es in ihrer ganzen Handschrift ausgefüllt. Das sind so die Sammlerkriterien und die sind sehr selten eigentlich, diese ganz ausgefüllten mit Stempel und alles drauf. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hier ist nochmal ein ganz tolles Bild
von der schönen Marilyn. Da. Ein wunderschönes, das ist mein Lieblingsfoto von ihr. Da hat sie die Augen geschlossen, aber sie träumt. Sie träumt und träumt und träumt. Genau wie ich das auch gern mache. Also, bis demnächst. Ciao.